Und ein herzliches Willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Mionentor. Und wir stehen kurz vor einem Level Up. Und im letzten Part wurde uns gesagt, dass wir in das pinke Haus reinschneien sollten. Aber zuvor hole ich mir noch ein Cooper-Platt. Bratknollennase, was bist denn du denn für eine Figur? Ha, du bist ein Dieb, das erkenne ich sofort. Aber leider gibt es bei mir nicht viel zu holen. Wenn du ein paar Münzen und einen antiken Panzer zufrieden bist, die kann ich dir ruhig geben, Ami, aber auch nicht. Die hatten Fotos von mir und Oma Kopia, die würde ich allerdings gerne behalten. Sie erinnern mich an damals, dass wir beide noch verliebt waren. Was? Du bist gar kein Dieb? Was willst du dann? Du bist auf der Suche nach dem legendären Sternjuwel. Sag das doch gleich, da kommen wir doch viel schneller voran. Du musst nämlich wissen, das Sternjuwel, das du suchst, was wollte ich noch gerade sagen? Ach ja, genau. Man erzählt, Logat habe ein Sternjuwel in ihrer Burg. Du kennst doch Logat, den riesigen, unglaublichen, grausamen Drachen. Natürlich, mit ihren Überfällen terrorisiert Logat die Dörfer in der Gegend schon lange. Und du bist also der Wahnsinn, Held, der uns endlich von Logat befreien will? Genau. Was für ein Mut. Genau, wenn du uns wirklich von Logat erlöst, wirst du entsprechend belohnt. Was, wie? Du brauchst keine Belohnung? Das mache ich gratis für euch. Was für eine Bescheidenheit, das ist typisch. Ah, du wärst noch schnell Mario. Manio? Irgendwie ein passender Name, Herr Manio. Das heißt Mario. Na gut, Manio. Eine Sache solltest du aber noch wissen. Wenn du Logats Burg bist, musst du erst die geheime Röhre finden. Sie soll sich irgendwo in der Nähe dieses Dorfes befinden. Keiner weiß, wo die geheime Röhre ist, aber um sie zu finden, brauchst du den Sonnenschlüssel oder den Mondschlüssel. Diese beiden Schlüssel findest du irgendwo in der Geröllburg. Am besten machst du dich gleich auf den Weg und suchst die Schlüssel. Also Manio geht und zeigt Logat, was eine Hake ist. Muss ich das? Ja, eine Mail. Hier haben wir unseren Mail-Receiver. Wie läuft deine Reise, Mario? Sicher sehr aufregend, bla bla bla. Immer wieder werden bekannte Mails wie diese schreiben. Du sollst sie dann auch lesen. Ich wünsche dir viel Erfolg, weil ich mich auf den Bericht von der Sterne wie Professor Gumbat. Okay. Hart. Achso, das sind die Nachrichten. Okay. Gehst du hier weiter, kommst du zu Gröllburg. Dort soll es schreckliche Steinmonster geben. Und dieses Zeug hier soll uns vor dem Monster schützen. Aber wenn es der Bürgermeister sagt, es ist in Ordnung, dann öffne ich das Tor für dich. Entschuldigung, warte mal. Bin Kupio und man sagt, du gehst zur Burg von Logat, oder? Also ich habe da eine Bitte, sozusagen eine Bitte. Entschuldige bitte, auf Wiedersehen. Ein komischer Cooper, was er wohl wollte? Das weiß ich auch nicht, ich Gumbrina. Ah. Oh. Nein. So, ich kaufe mir erstmal den Powerblock. Dieses Item. Wie schon gesagt, stehen wir ganz kurz vom Level Up. Bald haben wir es. Bald haben wir ein Level Up. Level A. Bam. Ja, komm.
Ha, Angriff, erster Angriff erfolgreich. Mann. Warte mal. Den lege ich erstmal in ein Blatt. So, Gumbrin ist kennen. Das ist ein Cooper, du kennst Coopers bereits aus vielen früheren Abenteuern. Maximal Kapitel 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 1, der Wand ist ziemlich hart. Liege sie mit einem Sprung oder Powerblock flach und die Verteidigung ist in Ordnung. Ich denke, mit Coopers kennst du dich sowieso gut genug aus. Yep. Das hat wieder nicht geklappt. Okay, ich glaube, ich bin schon mal ganz gut im Spiel drin und wir können uns. So, jetzt haben wir ein Level Up. Jetzt können wir eines von diesen drei Werten aussuchen und sie erhöhen. Und ich wähle erstmal die Ohrenpunkte, weil das sind die wichtigsten. Weil das ist das Wichtigste. Neben den Blütenpunkten und KP, weil KP ist nicht so wichtig. Wow. Schreck mich doch nicht so, du böser Bube. Also fangen wir wieder an mit einem Kampf. Okay. Ich denke, das ist. Du musst mir gleich helfen. Ja? Du musst mir gleich einen Bugel schmieren. Ich? Ja, was ist das Konami da? So, auf der Seite das Labyrinth. Da will ich hoch. Ja. Okay, da sind wir auch wieder. Ach, scheiße. Meine Hände sind jetzt schmierig. In so einem Creme. Oh. Scheiße. Scheiß Creme. Ein Hammer. Okay, ich denke ich. Okay, beginnen wir wieder unsere Standardkämpfe. Sechs Sternpunkte. Läuft doch. Powerblock. Oh, wir können nicht mehr weiter. Oder? Okay, das war jetzt ein dummer Fehler, dass auch diesen Gegner drauf springen kann.
Okay, wie es aussieht, haben die eine ziemlich hohe Verteidigung. Was sagst du dazu, Kuprina? Das ist ein Kalkhörk. Kalkhörk sind Steinmonster mit imposanten Gesichtern. Also mein Typ sind diese Monster jedenfalls bestimmt nicht. Maximal KP 2, Angriffskraft 1, Verteidigung 2, ziemlich harte Brocken. Feuerattacken sind wohl auch wirkungslos, aber vielleicht helfen andere Items. Moment mal. Also ich könnte es mit einem Powerhauer erledigen. Also mit einem. Ich mach mal Powerhauer. Autsch. Schmeiß mein Kupole. Tadam. Tja, das war nicht schlecht, Herr Specht. Was? Und ich sehe schon kommen. Sollte eigentlich kein Problem darstellen. Ja, tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen langweilig ist. Aber das muss halt sein. Und ich will nicht den ganzen Tag mit Schneien verbringen. Das wäre doch mal was. Okay. Jetzt haben wir 6 Sternpunkte erhalten. Also haben wir jetzt insgesamt 27. Okay, Geld. Bam. Nein. Oh! Der hat meinem Tumi nichts. Beziehungsweise der hat einen dummen Tumi nichts. Scheiße. Aber ich kann froh sein, dass ich diesen Kampf jetzt hier beenden werde. Und das wäre sonst ziemlich mies ausgegangen. Und ein weiterer Powerblock. Ja, die sehen mir aber ganz schön dornig aus. Tja, erst haben wir erfolgreich. Autsch. Tja, damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Denn diese Gegner sind ziemlich gemeine Monster. Das ist ein Dornhart, ein Steinmonster mit Dornen. Also wirklich Dornhart. Maximal KP 2, Angriffskraft 1 und Verteidigung 4. Feuerattacken wirken nicht. Angriffe mit dem Hammer sind nicht allzu klug. Diese Biester können sich wehren. Hammer und Sprünge fallen also aus. Bleiben nur noch Items. Wirklich fiese Typen. Und ich habe da eins. Ich habe da einen Powerblock. Okay, was haben wir denn hier noch so alles zu entdecken? Okay, wie mache ich das jetzt? Mit einer Feuerblume werde ich jetzt diese beiden Deppen los. Konzentriere mich mal auf die Verteidigung von Mario.
Wechsel erstmal. Zack, boom. Zack, boom. Und das war's. Ja, von den Peaks Gumbas, die geben mir ganz schön viel Sternpunkte. Och, eine weitere Feuerblume. Das werde ich nutzen. Ach, da komm. Dummer. Ja, den können wir hierfür verwenden. Oh. Geh, bam. Das war's auch schon mit dem Kampf. Was? Wichtiges? Okay, das brauchen wir nicht. Aber ein Safe-Block, der ist wichtig. Und im nächsten Part geht es weiter mit Paper Mario, die Legende vom Mentor. Lasst einen Daumen hoch da, wenn nicht, dann nicht. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hier in diesem mysteriösen Raum. Bis dann und ciao.